Ist Leon bei dir? Dominik! Ja, der schläft jetzt. Aber der war total verstört, als ich ihn gefunden habe. Aber was ist denn mit ihm passiert? Hör zu. Du und Daniela, ihr müsst sofort mit Leon zur Polizei fahren. Was? Langsam machst du mir echt Angst. Bitte, Dominik, versprich's mir einfach. Du bist jetzt völlig verrückt geworden. Nein, ich tue überhaupt nichts, solange du mir nicht sagst, was los ist. Ich bin jetzt in die obere Geschoss. Verstanden. Hör zu. Wir brauchen sie nicht mehr. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Ja, ich hab verstanden. Ich möchte dir wirklich helfen. Das war doch deine Konfirmation. Wir haben die Flasche Wodka geklaut und ich glaube, du hast ziemlich viel getrunken. Ich habe Papa die Hose vollgekotzt. Er hat da rumgebrüllt. Ja. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den habe ich gestern erst sauber gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Das war auch genau 2 Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Tschüss. Ciao. Morgen. Morgen. Wofür war der? Der letzte Mal. Manchmal frage ich mich, was er wohl gerade so denkt. Ob er wie alle Männer alle 7 Sekunden wirklich nur an Sex denkt? Wobei wir Frauen den Männern auf diesem Gebiet, glaube ich, in nichts nachstehen. Wir sind genauso versaut wie sie. Oder sagen wir moralisch flexibler. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte.